Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir sind noch immer im Rotlichtsektor auf Nar Shaddaa. Und ja, letzte Episode waren wir irgendwo hier hinten, wo ich dachte, da gibt es vielleicht den Aufzug nach unten und so. War alles nicht so. Stattdessen Champion, der uns gepackt hat. Ja, ich würde sagen, wir machen kurz eine Abgaberunde und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht hier. Das nächste Gebiet kommt mit Sicherheit. Was ihr getan habt, macht sich überall bemerkbar. Ich habe Süchtige nach Norden und Süden ziehen sehen. Sie suchen neue Quellen. Aber alle, die sie gefunden haben, waren schon überschwemmt. Sie haben fast alle weggeschickt. Ja, genau. Das heißt, andere Leute verkaufen zukünftig mehr Drogen an die gleichen Leute und werden noch viel reicher. Das heißt, eigentlich habe ich das nur umgewälzt, oder? Hat sich ja voll gelohnt. Wie sehr werden Sie leiden? Ich hab's durchgemacht. Wie Eis in den Venen, Krämpfe und Übelkeit. Aber es ist, als ob man einen Splitter entfernt. Sobald er draußen ist, was ihr getan habt, wird einige Leben verändern. Nehmt das mit auf den Weg. Ja, super. Klingt ja wahnsinnig fair. So, wir nehmen natürlich die Auszeichnung mit. Das war Quest aus dem Automaten, Gruppenquest. Die brauchen wir nicht unbedingt, würde ich sagen. Und dann bleiben hier vorne noch zwei Quests zum Abgeben. Das müsste auch das Missionsdepot sein, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, ja. Da müssen wir, glaube ich, Blut reinschmeißen. Wie läuft's? So weit, so gut. Drei neue Marken. Und er hier. Ich glaube, wenn der gute... hier ein paar über den Durst trinkt, also so richtig Hacke ist, dann klingt seine Sprache auch lustig. Schade, dass wir das nicht rauskriegen werden. Würde mich wirklich mal reizen. Na gut. Eine Quest noch hier. Dann geht's zu Garam. Klassenquest. Ökoterroristen. Richtig. Ich suche ja immer noch dieses Viech für den Hutten. Ah, Ilox, du warst Detektiv oder sowas. Wegen den Offizieren. Ich habe einige Querelen in der Quarantänezone gehört. Ich schätze, das wart ihr. Freut mich, dass du noch lebst. Hattest du nicht Angst um dein Leben neulich, als du uns den Auftrag gegeben hast? Zum Glück verstehen wir uns. Wer auch immer der Republik Schwierigkeiten bereitet hat, jetzt ist er wohl aus dem Geschäft. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass Soldaten der Republik sich vom Club Ufora fernhalten. Passt auf euch auf. Falls ihr die Möglichkeit habt, ein alter Freund im Industriesektor könnte jemanden wie euch gebrauchen. Er heißt Ganuk. Ja, ist ja super gelaufen. Aber ich würde sagen, der hat einfach nur einen neuen Arbeitgeber. Der ist jetzt auf Seiten der Republik. Wollen wir jedenfalls hoffen. So weit, so gut. Das heißt, mit Garam sprechen. Der war... Seid ihr taub? Ich wollte iridonianische Herzen. Nicht rhodianische, nicht itorianische, iridonianische. Dann schreib's auf. Das klingt ja alles gleich. Verdammt. Ja... Garam, der Typ war doch der einschlafende Willkommen. Diener auf dem Huttenschiff. Wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Das ist ja sehr passend. Verschwindet. Bin ich ja schon weg? Meine Güte, ist der freundlich. Ja, ist ja sehr passend, dass der Hutte mit seinem Schiff immer in die nächste Zone fährt, wo es dann weitergeht. Das ist ziemlich praktisch. Alle anderen Klassen müssen ständig zur Promenade zurück und da nochmal Umwege machen und so weiter. Für uns liegt das alles irgendwie auf dem Weg. Ich glaube, die Schmuggler haben es irgendwie unterm Strich doch gar nicht so schlecht. Sehr vielseitig, können alles außer, ja, tanken. Aber mein Gott, dafür kriegen sie tolle Begleiter. Corso macht meistens einen ganz guten Job. Man kann heilen, wenn man sich richtig skillt, oder man macht eine Menge Schaden. Und questmäßig läuft das eigentlich auch recht gut. Aber so hat
im Prinzip jede Klasse irgendwelche Vorteile. Der Jedi-Ritter zum Beispiel hat zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 3 Begleiter schon zur Auswahl. Könnten sogar 4 sein. Also er hat auf jeden Fall den Druiden an Bord des Raumschiffs, den hat jeder. Er bekommt den Begleiter vom Startplaneten, hat auch jeder. Und auf Coruscant bekommt man Kira Carson. Das ist ein Padawan, auf den man aufpassen soll. Ja. Das Ding hier sollten wir vielleicht anklicken. Gönnen wir uns etwas Spaß, Captain? Wer weiß, ob das schon zur Verfügung steht. Melden Sie Ihre Beschwerden. Da wurde mit einem Patch neulich irgendwas geändert. Wer braucht denn sowas? Und das war das alte Gewehr von Corso. Das brauchen wir auch nicht. Oh nein, ich habe sein Lieblingsgewehr verkauft. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ja, wie gesagt, mit dem Patch wurde da neulich irgendwas geändert. Man hat jetzt irgendwie auf allen Planeten die Gleiterrouten von Anfang an. Und diese Teleport-Dinger bekommt man automatisch, glaube ich, sobald man in den entsprechenden Bereich kommt. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, den habe ich nicht angeklickt. Genauso wenig wie... Doch, den müsste ich angeklickt haben, aber den nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, man bekommt diese Teleportpunkte jetzt einfach nur, weil man in die Nähe läuft. Was ich ziemlich gut finde, das mit den Gleiterrouten hat auch gewisse Vorteile, wenn man es eilig hat, sage ich mal. Man verpasst allerdings unter Umständen einige Quests, wenn man die Laufwege überspringt. Und meistens bekommt man irgendwelche Quests, um was aufzusammeln oder irgendwelche Gegner zu besiegen, die unterwegs warten. Das heißt, man läuft sie sowieso. So, mal wieder Quests aus dem Automaten. Aber Helden 4, danke, ich habe meine Lektion gelernt. Okay, ein Hutte. Ich kenne Hutten eigentlich immer nur in Casinos, in Palästen oder auf Luxusschiffen. Du musst ein sehr armer Hutte sein. Du bist wahrscheinlich das Äquivalent zu einem, der in der Fußgängerzone sitzt und bettelt. Und statt einem Hut hast du diesen Topf. Hören wir uns mal deine Leidensgeschichte an. Naja, wenn du mit Leuten auch dich meinst und auf der Straße bist du schließlich, dann willst du wahrscheinlich nur mal wieder deine eigene Haut retten, oder? Das könnte sogar stimmen. Profit, das ist richtig. Ich würde sagen, dass du der Auftraggeber bist und ich die ganze Arbeit mache, teilen wir fair. Ich würde sagen 40-60. Ne? Hauptsache Profit. Anteil, das ist ein interessantes Wort. Wie viel wärt ihr bereit zu teilen? Sagt das nicht so. Große Sache oder nicht? Ich will ordentlich bezahlt werden, ne? Ich hasse es, wenn man meine Zeit vergeudet. Naja, ist keine Gruppenquest. Dann können wir für den Hutten wohl mal wieder einen kleinen Botengang machen. Ach, das ist ja außerdem gleich um die Ecke. Na, hier gibt's nur die Zugangskarte. Ich schätze, anschließend müssen wir noch mal in den Bereich hier unten. Das heißt, wenn wir schon hier sind, dann machen wir das auch gleich. Sieht ja soweit mal ganz gut gesichert aus. Zum Glück steht das Ding auf unserer Seite.
Level 60 Champions sind nämlich für gewöhnlich nicht dazu gedacht, besiegt zu werden. Die passen in PvP-Gebieten auf die sicheren Zonen der Parteien auf. Allerdings dann mehr als einer. Ich habe schon Gebiete gesehen, da sind es dann 7 pro Eingang oder so. Einige feste Geschütze, einige Jedi oder Sith, je nachdem, und einige Kampfdruiden. So, was haben wir hinten? Kühltank, 2500 Life Silber, 900... Nyeh. Snicksnack. Dich kriegen wir relativ einfach. Pass mal auf. Okay, das war schon mal die falsche Taste. Ist ja ein super Anfang. Hahaha, Vorsicht bitte. Nicht gleich die nächste Gruppe abknallen. So, jetzt aber mal mit der richtigen Taste anfangen, sobald die Fähigkeit bereit ist. Jawohl. Soweit, so gut. Und den Kühltank haben wir nicht mal gebraucht. Jetzt sag mir bitte, dass du das Viech sattelst, um davon zu reiten. Was ist denn das? Ein Sicherheitsschließfach. Ich glaube, da geht's dann nachher noch hin. So, wer soll denn solche Zugangskarten haben? Wahrscheinlich irgendwelche silbernen, oder? Battler Sicherheitslieutenants. Okay. Und du bist nur Wissenschaftler. Nur in Anführungszeichen. So, ich gehe mal davon aus, dass dieses Viech keine Laserwaffe trägt. Wird also wohl Nahkämpfer sein. Dann kümmern wir uns darum mal als erstes. Das war einfach. Terminal Y. Oh je, jetzt wird es bald kompliziert. Das heißt unterm Strich, wenn wir Karte brauchen, Kisten und Terminals, ja, machen wir einfach alles nieder hier. Wobei, es gibt ja Respawn. Wache? Auch nochmal eine Wache. Lieutenant wäre mir eigentlich lieber. So wie der da zum Beispiel. Verdammt, immer noch kein Gelber. Questgegenstände werden so langsam mal angebracht. Okay, war jetzt der zweite Lieutenant, aber trotzdem. Aua! Womit schießen die denn, sag mal? Das tut ja weh. Zerstöre Technologie von Betterlife. 5 Stücke. Gerade mal hier gucken. Yep, da haben wir schon was. Das sieht einfach aus. Dann können wir die Bonusquest auch noch gleich mit erledigen. Wenn das Zeug sowieso schon hier rumsteht. So, Lieutenant ist wieder das Hauptziel. Gut, Schaden machen kann der Charakter immer noch, aber Sicherheitskarten hat irgendwie nicht jeder. Das ist ja schade. So, gehörst du zu dem Laden? Nein, eher nicht, du bist ein einfacher Wissenschaftler. Hier haben wir auch nichts, was wirklich heraussticht. Na gut. Soweit, so gut. Corso, du darfst das Ding hier gleich mal einsammeln. Dann haben wir das auch gleich erledigt. Da haben wir einen Sicherheitschef. Rein technisch betrachtet ist der kein Lieutenant, hat also wahrscheinlich keine Zugangskarte. Na, gucken wir uns erstmal um. Ich habe das Gefühl, dieser Sicherheitschef kommt, sobald wir 5 dieser Technologien hier zerstört haben. Dann ist das wahrscheinlich der letzte Schritt der Bonusquest. Das gibt's überhaupt nicht. Wie kommen die alle hier rein, wenn keiner von denen so eine Kuh? Oh Mann.
Wie keiner von denen so eine Sicherheitskarte hat. Wahrscheinlich ist der eine Mitarbeiter, der so eine Sicherheitskarte hat, heute im Urlaub oder hat frei oder sowas. Entschuldige. Kannst Feierabend machen. Da brauchst du nichts mehr zu reparieren. Das hat sich erledigt. So. Das wäre die Geschichte. Respawn fängt schon wieder an. Also werden hier auch gleich wieder Leute auftauchen. Wie gesagt, alles komplett sauber machen kriegen wir wohl nicht hin. Na, endlich! Einer mit einer Sicherheitskarte. Das war außerdem das. Super. Da oben haben wir das Sicherheitsterminal. So, und bevor wir jetzt gleich los eiern, besorgt die Better Life Formel. Lass mich raten. Die kriegen wir vom Sicherheitschef. Das Symbol ist jedenfalls genau da, wo der stand. Bäh. Macht nicht sowas. Gut, das war jetzt ein bisschen planlos, aber naja. Wir haben ja auch nicht angegriffen, sondern die haben zuerst geschossen. Nein, 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 nein. Na, dann los. So, viel dazu. Das war die Bonusgeschichte. Dann haben wir die auch noch gleich erledigt. Nicht schlecht. Jetzt geht es nur noch darum, theoretisch auf das Terminal zuzugreifen. Na, bin mal gespannt. Für irgendwas werden wir diese anderen Terminals ja auch noch brauchen. Und das Gebiet da unten ist bestimmt auch nicht nur zur Zierde da. Soweit, so gut. Dann bin ich gespannt, was gleich noch passiert. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ja. Genau. Kopiervorgang. Der Computer nuschelt aber ganz furchtbar. Oh nö, da sind die Terminals, ich hab's mir doch gedacht. J, M, Q, Y, logisch. Aber das werden wir uns nicht merken müssen. Und Y ist direkt am Ausgang, das ist ja fantastisch. Noch etwas? Hallo? Wenn der Computer fragt, dann sollte ich doch antworten dürfen, oder nicht? Seht ihr, müssen wir uns nicht merken, welche Reihenfolge das ist. Die werden nur nacheinander aktiviert. Fällt um und die raffen's überhaupt nicht. Okay. Ihr seid die Blitzmerker. So viel dazu. Dann machen wir das diesmal so. So weit, so gut.
So, nächstes Terminal ist hier drüben. Na klar, jetzt werden wir nochmal komplett rumgeschickt. Und wie gesagt, durch den Respawn, ich glaube nicht, dass man das wirklich schaffen kann, dass man da so schnell ist. Wir sind ja schon wahnsinnig schnell dabei, diese Gruppen auszuschalten. Und es reicht trotzdem nicht, aber kein Problem. Ich schalte die auch dreimal aus. Also hierhin, dorthin und dann hoffentlich raus. Und da ist der Respawn, von dem ich die ganze Zeit erzähle. Oh, das ist eine Menge Schaden. Klar, ein Treffer macht nicht viel, aber auf so viele Ziele sind es dann eine ganze Menge Treffer. Und jede Menge Kleinvieh macht auch jede Menge Mist. Bisschen die Augen offen halten. Wenn hier noch ein anderer Spieler ist, der die Lieutenants braucht, dann will ich ihm die hier nicht wegnehmen. Das wäre ein bisschen nett so nett. Aber bisher sehe ich keinen anderen Spieler. Ich sehe nur jede Menge Sicherheitspersonal. Und ich habe das Gefühl, die habe ich alle schon mal umgebracht. Gut, dann sind wir jetzt sehr freundlich und löschen den Speicher. Sobald wir da hinkommen. Haben ja hier noch ein bisschen was zu tun. Ach so, die sind eigentlich gar nicht aggressiv. Aber ich glaube, die werden automatisch aggressiv, weil die dann zusammengehören. Was ist das eigentlich für ein Vieh? Hat ein bisschen was von Fledermaus, nur ohne Flügel dafür. Vierbeinig, komisches Teil. Da hat wohl irgendwann mal einer schlecht geträumt und sich so ein Viech ausgedacht. Super. Na also, das wäre erledigt. Damit können wir zum Hutten zurück. Und Depot, das war für... Wow. Für die Bonusquest, die wir hier gemacht haben. Na, hat sich ja gelohnt. Ach Gott, du bist ja ein Silberner. Naja, Problem gelöst. Jungs, stellt euch nicht so an die Ecke mit gezogenen Waffen. Das macht Leute unheimlich nervös. Man kommt hier um die Ecke und kriegt hier einen Herzinfarkt. Lasst das. Das ist echt nicht nett. Diese Zwischenstufe ist richtig nett. Da kommt man hier schneller runter. Na, wenigstens hat da einer mitgedacht. Gut, einmal Quest in den Automaten hier. Diese Bonusgeschichte. Super, drei weitere Marken, die kann man immer gut gebrauchen. Ich habe die gesamten Aufzeichnungen von Beta Life. Oh je. Ein paar Nullen anfügen ist vielleicht ein bisschen... Ach, was soll's. Wie wäre es mit einem kleinen Bonus für meine Anstrengungen? Ja, Moment. Erstens, das ist ein neuer Auftrag. Bezahl erstmal für den alten. Zweitens, was gibst du mir dafür? Ich habe erstmal nichts davon, wenn die keine Biowaffen mehr haben. Die Imperialen müssen euch so einige Credits gezahlt haben, um darüber zu schweigen. Puh,
Tula Musta, Wobradi Tampio, Du Ushiwompa. Na super, da sind wir für einen Hutten unterwegs und zwar nicht schlecht. Naja gut, das ist jetzt nichts, wo ich wirklich ein Fass aufmache, aber für einen kurzen Ausflug ist das eigentlich eine ganz gute Bezahlung. Alles klar. Wie gesagt, Folgequest, wir dürfen hier runter ins Gebiet. Und ich würde sagen, da machen wir uns dann morgen gleich mal auf die Socken. Für heute Feierabend, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.